Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Solstice auf dem neuen Fernseher, der heute angekommen ist. Und ich werde vielleicht viel mehr sehen, als ich vorher gesehen habe. In sämtlichen Let's Plays, die ich jetzt aufnehmen werde. Hoffe ich doch. Wenn ich jetzt noch was übersehe, dann, ja. Ist das mein Unvermögen? Und nicht Bild geschuldet. Mann, das war doch hier hinten irgendwo, ne? Ja, hier war sowieso noch was. Okay. Und riesig ist das Ding. There may be no one here. Ja. But I'm not letting my guard down. Mach das. Oh, warte, davon ist auch noch was. Nehmen wir natürlich auch mit. Okay. Komme ich nicht durch? Komme ich ja gar nicht hin. War denn das nochmal? Bin ich überhaupt richtig? Ah, natürlich. Mal woanders hin und nein! Da ist die. Ich dachte, die wäre durch die Wand geglitscht. Ja, das sieht sehr schön aus. Muss ich sagen. Also. Durch die Wand gucken ist immer nice. Ja, wir sehen so viel vom Kampf, das ist sehr nett. Na komm runter. Ich will mich doch wohl verarschen hier. Meine Güte. So, wo muss ich denn hin? Damit ich da. Ach, da vorne ist die, glaube ich, die Wand, ne? Mit dem Kristall, ne? Oder? Ja, hier ist die Wand. Meine Güte, sagt mir das doch. Ui, hier ist auch noch was. Okay. Hey.
Okay. Gut. Frage ich mich nur, wo wir jetzt hin müssen. Da nicht. Oh. Da. Nein. Okay, vielleicht müssen wir doch da oben lang. Ich meine, immerhin können wir da hoch. Dann gehen wir mal über die Dächer. Ich meine, wir wurden ja auch hier angegriffen. Ich gehe nochmal da lang. Ah ja, jetzt kommen wir hier hin. Ich musste erstmal den Angriff beenden. Okay. Was ist das jetzt? Ätherische Dorn. Ein ätherischer Dorn ist ein instabiler Energiekern, der explodiert, wenn ihnen jemand zu nahe kommt. Aktiviere das Beschwörungsfeld mit um ihn zu manifestieren und unschädlich zu machen. Greife dann an, um ihn zu zerstören. Vergiss nicht, dass ätherische Dorn nach ihrer Explosion erneut erscheinen und auch wenn sie zerstört wurden. What is that? Unstable warps in the ether. They respond to my aura. Stay clear, sister, if you can. Kriegen wir davon was? Sister, let our guard down. Ja. Da ist noch was. Ah. Geschickt. Oh. Alter, mach doch mal hier. Dann ist nichts mehr, ne? Okay. Okay. Tja, das ist leider nicht möglich. Ja. So funktioniert das nun mal nicht. Okay, da geht's wirklich nicht lang. Ja. Übertreibt.
Oh ja, natürlich. Na komm, machen wir das doch mal so. Hab ich gerade gesehen, dass das möglich ist. So ging das doch schneller. So, die Sachen nehme ich trotzdem noch mit. Ich sehe schon, da unten müssen wir lang, ne? Wir müssen da unten lang. Ich will mich trotzdem noch mal umgucken. Weil wir sind ja mitten in den Kampf reingeplatzt. Da gibt es bestimmt noch was zu holen. Also allein da links habe ich was gesehen. Na komm. Könnt auch mal wieder hier gucken. Moment. Okay, alle eingesammelt. So, was haben wir denn hier? Der landet immer wieder bei Defensive, auch wenn ich auf was anderes klicke, ne? Das wollte ich haben, ne? Krieg gar nicht. Haha. Warum nicht? Ach, das kann ich wahrscheinlich nur beim Dings kaufen, ne? Gut, dann hat sich das eh erledigt. Dann nehmen wir noch schnell das hier mit. Was haben wir hier noch? Ah ja, hier. Das haben wir auch noch. Gut. So ungefähr. Okay. Können wir nur gucken, was wir uns leisten können, aber Menü das nicht verbessern. Ich meine, irgendwie habe ich es mir auch gedacht, aber naja. Is this the end of the world? I can't say. It's bound to begin somewhere, sometime. Tja. Oh, hier haben wir wieder ein Portal. Ah, nee. Hab jetzt gar keine Lust drauf. Ich glaube, wir haben auch schon wieder eins übersehen. Bestimmt beim Weglaufen. Ja, ich muss Doppelsprung machen, ne? Okay. Das haben wir hinbekommen. Sewers. No better for the stench of death. Tja. They look to be fast. Ja. A home for müssen sie auch. And criminals. Until yesterday. Ich habe keine Ahnung. Das müssen wir so herausfinden. Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Das Spiel sieht echt wirklich gut aus. Ja, super. Das heißt wieder,
ein Zwischenboss, der dann zum Casual-Gegner wird. Ja. Ja, moin. Ja, wir sind wir aber hässlich. Wenn ein Besessener schwer verletzt wird, werden die Gespenster, die ihn kontrollieren, freigelassen. Um den Besessenen wirklich zu erledigen, musst du auch diese Gespenster vernichten. Wenn du nicht schnell genug alle Gespenster beseitigen kannst, werden sie den Wirt wieder in Besitz nehmen und ihn wiederbeleben. Na danke. Das erledigt. Das haben wir gerade hinbekommen. So, wir sammeln erstmal alles ein. Da komme ich nicht lang. Und hier haben wir noch was Blaues. Na, guck mal an. Ist hier noch was? Sieht so aus, aber da ist nichts. Okay, gut, dann gehen wir mal durch die Tür. Ach, guck mal. Haben wir doch mal wieder was geschenkt bekommen. Das heißt, wir werden wieder nervige Kämpfe kriegen. Während wir hier erkunden. Ah ja, guck mal hier. Nee, muss ich nicht. Nee, du lass mal. Okay, ich glaube, wir müssen da runter. Ach, gucke mal an. Haben die jetzt extra für uns hier runtergeschmissen? Ist aber nett. Okay. Schlagen wir uns mal hier durch. Müssen wir auch nicht. Wir haben ja schließlich gerade gewonnen, ne? So, das nehme ich auch noch mit. Einmal kurz durchbrechen.
Ja, ich weiß, ich muss wieder nach oben. Ich muss immer nach oben. Ja, und das weiß ich. Ernsthaft? Eieieiei, das wird schwierig. Vor allem, weil die ja sehr schnell wieder kommen, ne? Ja. Nein. Oh, leck mich fett. Nein. Wieder darüber. We shouldn't linger here. Yeah. Nein, das hat natürlich nicht funktioniert. Warte. Oh, leck mich fett. Danke. Ich glaube, hier komme ich so durch, ne? Oder ist das das, was... Ah, nee, das ist das, ne? Ups. I'm itching for a fight. Nicht gerade. Ach, das muss, dafür muss ich nach oben, okay. Ah ja, ich habe ja gesagt, ich muss nach oben. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch gedacht, ich komme hier so durch. Nee, warte mal, das ist doch nur für hier, ne? That sound. No greater proof of latent survival. Dass sie auch nie trifft, ne? Oh, dieses blöde Mistvieh, ey! Wieso taucht das immer so schnell wieder auf? Man ist gerade am Nachjustieren von dem Dings und dann... Ach nein, wirklich! Diesmal solltest du das andere treffen und nicht das. Ah, leck mich. Meine Güte. The corruption burns within me. Geht doch. Meine Güte. Immer muss man meckern. Was haben wir hier noch? Ui. Das war so klar. Achso, okay, der andere war schon weg. Ich habe mich schon gewundert.
Okay, das haben wir auch mitgenommen. Das ist sehr schön. Da habe ich mit dem Kampf gerechnet. Um ehrlich zu sein, da... fall doch da nicht runter. Okay. Dann will ich nochmal hier gucken. Wieso habe ich damit gerechnet? Weil die Szene noch nicht kam. Obwohl wir das andere schon kaputtgeschlagen haben. So. Na, dafür war es jetzt ein bisschen zu spät fürs Dashen, ne? Das hätte ich vorher von dir erwartet. Ach, hier war das Ding. Au. Stimmt, da war ja was. Gehen wir mal weiter. Bevor ich hier noch irgendwie... Ne? Naja. Trinke ich nur mal einen Schluck. Okay. Ach, hier sind wir. Komme ich da so durch? Ja. Gehen wir mal hier weiter. Ui. Ah, er schon wieder. Well met, Observer. Lud feared the worst about you. Ah, ja. While you encouraged her not to lose hope, I'm natürlich. Sure. In a way. Do you know what did this to us? I must apologize. I have no insight to offer there. Okay. It's clear it was no random explosion. And that's not the end of the bad news. Ah. There's no sign of Corvo anywhere. He must have perished in the blast. Oh, seine Maske ist auch halb kaputt, ne? Whatever happened to him? We're cut off from the order now. Oh. But reinforcements must be on their way back. Oh, yes. You had best find him. We have no other option than to regroup. Yeah. I'm sure his help will prove invaluable. It seems you fear for your life, Observe. You're even eager to cooperate with the Shadeless. Much yeah. harder to fulfill our duties if we all end up dead. Yeah, but that's true. In that regard, it should help you stay alive and... Jetzt kriege ich den Bogen. Ein Kompositbogen, mit dem das Schlachtfeld aus der Ferne kontrolliert werden kann. Jetzt kriegen wir den Bogen. Ich meine, den hat sie ja schon verwendet am Anfang. Sie geht immer in die Defensive, ne? Auch wenn ich auf Offensive drücke. Ja. Ja, nehme ich. Gut, dann gehen wir nochmal in den Laden rein. Hier, ne? Ach, wir können beides nehmen. Ah, 15.000 kostet das jetzt. Ah, das wird immer teurer. Natürlich wird das immer teurer. Das wird bestimmt auch immer teurer, ne? Gehe ich nochmal hier gucken. Ach, wir haben noch... Okay, doch, die haben wir. Ah, ist auch teuer, ne? Nee. Okay, was haben wir hier noch? Auch alles zu viel, ne? Ja. Okay. Nö, ist in Ordnung. Worüber können wir sprechen? I'm sorry about Corvo. I hope he is well. It was just a duel. A useful one, but no pet or companion to me. Ah. Nathan, you know that I can read your aura.
Usually you're good at keeping it blank. Oh, the proverbial observer's aloof. You've had your fun. Now be gone. We've run into some stray dogs. Corrupted, all of them. Humans are not the only ones affected by this taint. Yep. I would not be that surprised. Just take a look around. The whole city is infested. The corruption seeps through it all. Even we may have already fallen victim to it. Mm-hmm. Either way, the sooner we get out of... Yep. Okay, dann gehen wir mal. Gut. Judge's wisdom, dear sisters. Ach Mensch, ich mochte den Vogel. Wir sind einfach sterben lassen. Finde ich aber gemein. Ah, okay. Verstehe. Dann werden wir den wahrscheinlich auch bald brauchen. Always so sarcastic. But at least he's willing to help. Ja. He needs us more than we need him. Das stimmt. Let us not forget about this. Er möchte ja nicht selber ins Schlachtfeld, aufs Schlachtfeld gehen, ne? Und ich glaube, wir wollen das auch nicht, dass er aufs Schlachtfeld geht. Dann sind wir alle verloren. Na komm. Das nehmen wir gerne mit. Okay, hier ist nichts. Hier noch? Ah, guck mal. Elixier der Klarheit. Wird dieses Elixier von einem Ritter getrunken, macht es ein Schatten vorübergehend immun gegen die Auswirkungen der Entropie, verwende bla bla bla. Ja, ich weiß. Hatten wir, glaube ich, schon mal gefunden. Ist nur nicht so nützlich, wie es klingt. Leider. Ich wusste doch, wir brauchen den. Ernsthaft? Ja. Lucky, it won't happen. Ah ja, okay. Meine Güte. Gut. Kamera sitzt auch wieder. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Wir können weitergehen. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ach, hier geht's hoch. Dann gucken wir da doch mal.
Vielleicht finden wir ja hier was. Ah, da vorne, ich sehe schon was. Ach nö. Nee, du. Also, ist ja schön und gut und das erste war auch ganz nett und so, aber ist jetzt nicht unbedingt so meins. What's wrong? I can't get used to all this death. You shouldn't. Use that pain and anger to avenge them. Na komm. Ah, fick dich. Nur weil wir die falsche Waffe gerade ausgerüstet hatten. Falsche Sekundärwaffe. Und weil sie nicht treffen kann. Geht doch. Meine Güte. Warum nicht gleich so, ha? Huh? Kann ich da hoch? Nein. Hier lang? Nein. Da ist auch anscheinend nichts. Okay. Dann müssen wir hier wohl runter. Ja. Oh, ein heiles Boot. Okay. Nein. Ich denke nicht. Ich halte das für einen dämlichen Plan. Ja, ich sollte die Waffenkenntnisse besser verbessern, ne? Von den anderen Waffen. Dann sind die genauso gut wie das Schwert. Dann haben wir auch schon Waffenkenntnis 3. Worauf wir mal alles sparen müssen. Schlimm, schlimm. Alles immer so teuer. Ach, warte mal, ich muss ja erstmal hier... Na komm. Na geht doch. Ah, zum Boot schaffen wir es noch. Glaube ich. Oh, warte mal. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Und die Gegner auch. Na komm. Wo denn? Ich hab die doch gar nicht gesehen. Boah, die hätte ich noch mit dem Dings besiegen können. Toll. Nur weil die hier da hinten rumlümmeln, ey. Not
Mensch. Ja. Von sich nicht zu viel. Davon sehe ich übrigens auch nicht so viel. Dankeschön. Meine Güte, ja komm. Aber ich würde sagen, ich beende den Part jetzt schon. Dann gucken wir uns beim nächsten Mal hier um. Und dann gehen wir beim nächsten Mal zum Boot. Wir sehen uns hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye. In the beginning. The world was subjugated by chaos. Then, the Keepers came to be Torchbearer, Shaper, and Judge. The three fought the spawn of chaos, and ultimately, they prevailed. Chaos could be banished, but it could not be destroyed. So the Keepers weaved a veil with their own essence and stood guard. The world was now safe, but it was also empty and meaningless. Thus, the Keepers reached beyond the veil. They seized the power of chaos itself. They gave it shape and purpose. They created life, and man was their most perfect creation. But all life would eventually hear the call from beyond the veil. Thus it happened that, alongside life, death also came to the world. The great cycle was set in motion. Yet chaos hungered for more. And sought to undo the Keeper's creation. The spawn of chaos struck, wounding the Keepers and tearing the veil. Endless droves of horrors trespassed into the world. And so came the solstice of souls. Hurt and weak, the Keepers charged man with defending the world. They inspired man to fight fire with fire, ferocity with ferocity. Driven by the infinite wisdom of the Keepers, man turned the very power of chaos against it. Through sacrifice and resolve, a breed of sacred warriors was created. Three were wounds in the essence of the Keepers. Three the mighty battles fought and won by the champions of man. Three the sacred cities that were built in those hallowed places. Eventually, the solstice of souls was put to an end. The three cities still stand to this day for the glory of the Keepers. While the memory of the sacred warriors has been lost to time. But while the mortal body must perish, that which is immortal is bound to be reborn. Too enthusiastic. Someone here is more than eager to welcome us.